Moin, moin und hallo Leute, ich bin's Fresh G mit Let's Play Dead Space. War gerade ein bisschen was umnomnom phrasen. Never cares. So. Geht's mal weiter, wa? Wieder ein Fahrstuhl ohne Fahrstuhlmusik. Boah, Alter, ich dachte, der will jetzt direkt vor mir explodieren. Den habe ich ja schon mal gesehen. Was hat es mit dem auf sich? Kommt er jetzt hier irgendwo wieder? Hä? War der ja gerade rechts? Nee. Kommt er jetzt irgendwo hier runter? Geschnellt? Gesaust? Holla hopp. Ah, da ist er. Ah, da kommt er noch. Och nö. Okay, die waren gerade aber gut, weil die so lahm waren. Ich muss da vorne aber um die Ecke. Kotz, Wirk, Brech. Speichern, nicht speichern, speichern, nicht speichern. Nein, ich speichere einfach. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig, wa? Und eigentlich hätte ich es mir auch schon denken können. Mit diesen komischen Fäden hier schon wieder. Diesem Stoff. Was ist das? Rancid Moon. Okay. Habe ich eigentlich irgendwie was aufgehoben, wie zum Beispiel ein neuer Anzug oder sowas? Nö, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht, sage ich immer, ne? Ja, und noch scheint es ja wunderbar zu sein hier, munitionsmäßig und so. War ja das letzte Kapitel, die reinste Hölle gegen. Ganz langsam, ja. Reicht es? Das reicht dir. Gut. Und jetzt, da kann ich ja gar nicht lang. Also, Zero G Basketball. Lol, was haben die denn für Schuhe an? Boah. Also, hierin. Wo geht's denn hier lang? Ah, ein Schema. Anzug Level 5, yeah! Geil. Lol, Plasma-Energie. 1 kann ich nicht aufheben. Kann ich irgendwas nachladen? Ja, das kann ich nachladen. Aber trotzdem ist das Inventar noch voll. Okay. Dann. Ein Textlog. Seaball-Regel. Na, das lese ich mir mal ausnahmsweise ein bisschen durch. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Wertungsplattformen wie möglich, um
Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann Ihr Chinese-Modul, um den Ball zu fassen und ihn in den aktiven Korb zu werfen, bevor der Wurftimer abgelaufen ist. Nach jedem Level öffnet sich ein Spind mit einer Belohnung. Okay. Also kann ich jetzt schon mal von vornherein sagen, wenn ich das nicht schnell schaffen sollte. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, falls ich das wieder nicht schnell schaffen sollte, dann überspringt es einfach. Skippt durch und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann könnt ihr das durchskippen. Weil ich werde das jetzt hier zocken. Okay. Auf welche Plattform soll ich gehen? Oh Gott. Boah, was? Was zur Hölle? Okay, dann sollte ich doch lieber da meinen breiten Dingsbums nehmen. Diesen Laserstrahlwerfer da. Hä? War denn mein Leben schon ganz unten? Das ging ja schnell. Habe ich gar nicht so gepeilt. Aber dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich dieses Zero-G Basketball auch spielen darf oder nicht. Oder ob die das zerstört haben quasi, indem die sich da in diesen Dingern eingenistet haben. Aber was ja auch gut ist, was mir gerade auffällt, wenn mein Inventar voll ist, wie ist das dann mit den Belohnungen? Aber wenn es Credits zum Beispiel sind, dann kann ich es ja doch noch gebrauchen. Dann nehmen wir mal genau den. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, er backt. Aha. Gut, gut, gut. Und der hat, glaube ich, nur Credits fallen lassen, ja. Oh, jede Menge eigentlich sogar dafür, dass es ein Monster ist. Und so, wie beginnt das Spiel jetzt? Letztendlich. So. Tralala. Ah, gut, die brauche ich ja. Wie geht denn das jetzt los hier? Soll ich da hingehen?
Das kann ich ja jetzt auch nehmen. Hab ja ein bisschen mehr hier Leben verloren gehabt und all so ein Zeugs. Wo soll ich denn jetzt hin? Das ist hier der Boden. Ah, okay, gut. Spiel wird gestartet, Level 1. Nee, das war's, glaube ich, nicht. Der Ball ist rot, oder wie? Nee, blau scheint er zu sein. Soll ich den dann da zurückschmeißen? War das richtig so? Wohin soll ich denn springen? Ich verstehe das nicht. Soll ich noch irgendwo anders hinspringen? Okay, da war ich schon. Also, da darf ich dann nicht nochmal rauf. Das ist der Anfang. Keine Ahnung, ob ich darauf. Oh, jetzt ist die Zeit abgelaufen oder wie? Okay, das hört sich gerade so an, als ob die Punkte höher geworden sind. Jetzt Game Over. Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz. Aber, ihr wisst ja. Mal gucken. Der Ball, da ist der Ball. Und wo soll ich den reinspielen? Da weiß ich nicht, wo ich den reinspielen soll. Immer da, wo er herkommt, oder wie? Mit dem Drehen ist es immer richtig schlimm. Oh ja, das gibt richtig viele extra Punkte, also sollte ich mich doch bemühen, hier immer von Punkt zu springen. Besser, oder? Habe ich denn jetzt mal irgendwie
Faktor 2, Level 1, Punkte 24. War ich denn jetzt mal besser, oder? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Ja, nee, das ist ja klar. Wie kann ich denn jetzt hier... Nee, Karte will ich auch nicht. So, ich will mal wissen. Wo sind denn jetzt hier die Textlogs? Ich kann mit dem Pfeilen kann ich gar nicht nach rechts und links gehen. Das ist voll komisch. Ah, okay. Missionen, Datenbank. Reparieren. Das, ich will ja aber diese Dingslogs haben. Textlogs. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Herrn sprach. Lass mal. Aber es ist auch gut gemacht hier. Nur, ich verstehe es nicht. Belohnungsschrank freigeschaltet. Ach so. Glückwunsch. Okay. Und wenn ich jetzt wieder reingehe? Eintritt Schwerelosigkeit. Ist jetzt Level 2? Level 2. Ah! Gut. Ja, wenn man das in echt spielen könnte, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Ah, okay, jetzt wird es halt schwieriger. Ah, okay. Gut. Ah, scheiße. Der war unnötig. Tempo erhöhen. Ich bin schon bei 18 Minuten wieder, aber das ist egal. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Nein, 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 komm! Oh! Wie hatte ich jetzt insgesamt? 40 Punkte. Gut, gut, gut. Also ich finde, das ist nicht so schlecht, denke ich mal. Belohnungsschrank freigeschaltet. Glückwunsch. Ach so, okay, es sind nicht so viele Schränke. Eintritt Schwerelosigkeit. Ach so, ich muss ja vorne starten. Und ja, bevor der Part jetzt hier viel zu lang wird, mache ich mal Pause und dann bis zum nächsten Part.